Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Billy Bones. Und ich habe hier zwei oder drei PlayStation 5 Spiele am Start und ein PlayStation 4 Spiel. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines Unboxing dazu. Die drei Spiele dazu kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber zu dem Spiel wollte ich unbedingt was sagen. Und ich dachte, ich mache jetzt mal zu den vier Spielen mal einfach ein kleines Unboxing. Einmal habe ich hier Deadloop. Da weiß ich nicht, ob der gut ist. Der war an der PlayStation dabei. Ich habe ja gesagt, ich habe ja die PlayStation angeboxt. Die beiden Spiele waren an der PlayStation dabei. Habe ich einmal den Deadloop hier. So sieht der aus. Ich dachte, ich mache den mal ganz kurz auf. Und dann, ihr könnt ja mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, falls ihr den gespielt habt, ob der gut ist oder nicht. Ob das ein gutes Spiel ist. Ich habe leider noch nicht so viel davon gehört. Aber ich zeige euch schon mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz auf. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich hoffe, das ist ein gutes Spiel. Ich habe jetzt einfach mal die PlayStation geholt mit die zwei Spiele. Ich dachte, vielleicht sind die ganz in Ordnung. Ist es vielleicht ein Action-Spiel oder so? Weiß ich jetzt nicht so viel. So sieht es nach hinten aus. Ich mache mal ganz kurz auf. Hier haben wir dann noch das CD dabei und ein Booklet. Hier sehe ich aber gerade ein Wendecover. Das finde ich ganz praktisch eigentlich. Finde ich ganz cool. Haben wir ein schönes Wendecover. Auf jeden Fall, das war mit in der PlayStation 5 dabei. Und ich dachte, naja, nimmst du das einfach mal mit, so schlimm kann das nicht sein. Ich guck mal ganz kurz hier die Booklets hier an, was ist hier bei? Also wir haben ja einmal so einen Flyer, das ist einfach ein ganz normaler Flyer, der sieht dann so aus, von Deadloop. Ach ne, man kann sogar öffnen, also Spielerklärung, ja, ihr wisst ja, was das ist. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer hier, zeige ich euch mal ganz kurz so ein, also ein unwichtiger Promo-Flyer. Und ja, das war's. Das ist dann hier die Verpackung, so sieht's denn aus. Ja, und so auch mit Wendercover. Ganz cool. Und dann haben wir noch Death Standing Director's Cut. Da habe ich mal was von gehört. Ich habe mal irgendwie gehört, dass es ein relativ langweiliges Spiel sein soll. Also, dass es okay ist. Aber dass man irgendwie immer mit seinem Baby oder so rumrennt, habe ich mal gehört. Und dass es auf Dauer irgendwie langweilig ist. So, und ja, wie gesagt, dachte ich, naja, holst du dir, dann kannst du es auch mal zocken. Und ja, so sieht es dann aus. So, von hinten mache ich mal ganz kurz auf und haben wir kein Wendecover dabei. Ne, aber wir haben hier so ein Cover, das sieht dann so aus. Also das ist kein Wendecover, aber so sieht es dann aus. Und dann haben wir noch eine kleine Bedienanleitung oder so dabei. Und das war es auch. Ja, ja, das war es dann auch. Das, oh, naja, das ist jetzt nicht alles richtig reingesteckt. Aber ja, so sieht es dann aus. Und so, wenn man es aufmacht, zumacht. Und da weiß ich ja nicht, ihr könnt mir in den Kommentaren mal schreiben, sagt mir mal, ob das gut ist, ob das sich das lohnt zu spielen. Ich muss das mal später mal besser reinmachen. Dann habe ich mir ein Spiel geholt auf Empfehlung, und zwar Guardians of the Galaxy. Da habe ich jetzt ganz viele Kritiken gehört, da haben einige geschrieben, das ist ein echt gutes Spiel, macht echt Spaß irgendwie. Fetzt ordentlich, ist ein gutes Action-Spiel und so. Und dann dachte ich, naja, Guardians of the Galaxy, ich mag auch die Filme, ich hole mir das einfach mal. Mal gucken, ob es wirklich so gut ist. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Das werde ich wahrscheinlich auch die nächsten Tage mal zocken. So sieht es denn aus. Ja, so sieht es von hinten aus. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ach, hier haben wir dann noch einen Code, den packe ich mal so mal zur Seite. Dann haben wir hier noch so einen Werbeflyer. Ja, aber hier hinten ist nichts zu sehen. Dann halt noch Bedienungssachen. Und kein Wendecover, aber man könnte das rein theoretisch wenden. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, hier haben wir die Disc. Und dann könnte man das wenden. Ich zeige euch das einfach mal gewendet, damit ihr es mal gesehen habt. Wenn man das wendet, dann sieht das halt so aus. Halt ohne, dass es irgendwie geschrieben ist, hinten ist. Aber an den Seiten, da sieht das ja noch, steht ja noch gar nichts auf der Galaxy drauf. Und das Cover hier im Comic Design sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube, ich lasse es normal. Und dann so sieht es hinten aus. Ich finde es hinten unspektakulär. Hätte man vielleicht auch noch ein cooles Design drauf packen können. Aber das war's denn hiermit. Und jetzt kommen wir mal zu den richtigen Teil hier, was ich mir unbedingt gekauft habe, weil ich unbedingt mal zocken wollte. Weil ich von Mafia 1 ein richtiger Fan bin. Ich finde Mafia 1 richtig stark. Also das Originalteil, das habe ich auf PC noch gespielt. Ist ein richtig cooles Mafia-Game. Auch die anderen, die 2 und 3 kann man. Ne, 3 habe ich glaube ich noch nicht gespielt. Ja, genau. 2 und 1 und 2 habe ich gespielt. Packe ich das mal ganz kurz auf. Und die fand ich ganz gut, aber das ist ja ein Remake oder Remastered. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was ist das jetzt
Ich sehe das hier auch direkt gleich an, oder? Es steht das hier jetzt nicht so direkt drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, war das jetzt ein Remake war? Genau. Man hat es ja neu aufgelegt und da habe ich schon die ersten Let's Plays gesehen und ich fand eigentlich, dass das ein Spiel ist, das ist ein cooles Spiel und ich finde das auch gut, dass sie es neu herausgebracht haben. Jetzt zeige ich es mal ganz kurz, so sieht es dann aus von hinten und so von hinten. Ich finde das auch ein schöner Look. Aber ich finde den ersten Teil, der ist so gut. Ich finde es schade, dass das, was sie gemacht haben aus diesem Spiel, die Synchronsprecher sind anders. Das sind nicht mehr die Synchronsprecher, die ich aus dem Originalteil kenne. Das hätte man eigentlich übernehmen können. Das war nämlich einer Joe Pesci. Das war die Original-Synchronsprecher von Joe Pesci, war nämlich dabei. Ja, und das finde ich ein bisschen schade, dass man die rausgenommen hat. Und ich glaube auch storymäßig hat es mal ein bisschen geändert. Ich will auf jeden Fall mal in das Spiel reingucken. Ich will ihm mal eine Chance geben. Ich habe mein Let's Play gesehen und ich fand es halt ein bisschen schade, dass man es geändert hat. Die Änderung fand ich nicht so gut. Hier so sieht es dann aus, wenn man es aufmacht. Hier sind dann die beiden drei Discs dabei. Da haben wir einmal Mafia 1, Mafia 2 und Mafia 3. Mafia 3 soll ja gar nicht so gut sein, relativ ein Flop. Aber die ersten zwei Teile kann man spielen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wenn man es aufgeklappt hat, so wie es dann hinten aussieht, so ungefähr. Also so sieht es dann aus. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer. Auf jeden Fall noch so mal. Hier zeige ich mal ganz kurz hier so ein. Hier ist noch ein Flyer, das weiß ich jetzt nicht, ob ich zeige, ob da ein Code drauf ist. Ja, Bonus-Sachen. So sieht es dann aus. Ich zeige es mal ganz kurz. Und dann haben wir hier noch mal ein... Ja, ein Poster, aber ich habe schon gesehen, hier, dass es schon ein bisschen kaputt ist. Bisschen schade. Aber gut, aktuell kostet das Spiel, glaube ich, 19 Euro oder so. Ist relativ günstig jetzt aktuell. Und da haben wir jetzt so ein Poster noch dabei. Sag ich mal, glaube ich, mal ganz kurz, so sieht es dann aus. Ja. Und so von der anderen Seite. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, welches ich besser finde. Ich finde beide eigentlich ganz nett. Ich glaube, die Seite finde ich ein bisschen besser. Auf jeden Fall bin ich auf Mafia 1 erstmal richtig gespannt. Ich will es jetzt mal durchzocken. Und ich habe mal ein Let's Play gesehen, aber das habe ich nur ganz kurz gesehen. Und ich war so ein bisschen enttäuscht von den Stimmen und so. Und dass man die Story ein bisschen geändert hat und alles. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber ich will mal gucken, wie das Spiel denn insgesamt ist. Ob das Spiel immer noch so gut ist wie Mafia 1, als ich es damals gespielt habe. Und ich bin auch gespannt, ob den Autorennen-Missionen, die habe ich ja damals nicht gekonnt, also die habe ich nicht beenden können. Das hat mir dann jemand anders gemacht. Weil ich die ziemlich schwer fand und ja, und hier will ich mal gucken, ob sie das immer noch so schwer ist. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Autorennen-Mission nicht mehr so schwer ist. Und ja, wie gesagt, Mafia 1 war einer der besten und die hatte eine sehr gute deutsche Synchro. Finde ich schade, dass man es geändert hat. Das hatte richtig wie Casino oder so eine schöne Synchro, wo man die Darsteller und auch die Stimmen kannte. Finde ich schade, dass man es hier nicht gemacht hat. Ich habe mal gehört, dass es wohl eine Download oder einen Patch oder ein Update irgendwie so geben soll oder eine zweite Version von dem Spiel, wo es eine Rohfassung, die einfach überarbeitet ist, geben soll. Das würde ich cool finden, aber noch mit Original Synchronsprechern, das wäre geil, weil da habe ich auch ein paar coole Zitate in dem Spiel gehabt. Aber wie gesagt, das hier war es jetzt erstmal mit dem kleinen feinen Unboxing und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!